Hallihallo, Hallöle, willkommen zurück bei Brooklyn in Germany. Der Jay ist gerade noch ein bisschen beschäftigt gewesen mit seinem Handy, aber das ist kein Problem für uns, denn er hat eine Jacke bestellt, die schon seit 4 Wochen unterwegs ist, was ein bisschen skurril ist. Aber darum geht es heute nicht, es geht um die Octopus Nemo. Hatte ich jetzt mal Bock drauf, ja, wenn er da schon so rumbaumelt. Ich weiß, die meisten sagen, ey, da kann man noch abmachen, aber... Wir haben es für Tage gehabt, um euch zu zeigen, dass es dabei ist. Ja. Hättest du jetzt auch mal Lust drauf, ne? Ja, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, ab in die Detailaufnahme, die der Jay wieder für euch übernimmt. Und dann sehen wir uns danach beim Laufen wieder. Jo Leute, kommen wir zur Detailansicht von der klitzekleinen Octopus Nemo. So klein ist sie eigentlich gar nicht, aber die Teile sind halt ziemlich winzig. Das finde ich halt das Geile daran. Hier haben wir die Bowl. Das ist die Bowl. Ich weiß nicht, also mir persönlich, also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ich weiß nicht, was ich von der Bowl halten soll. Ich finde sie irgendwie cool, aber irgendwie, irgendwas stört mich daran, aber ich weiß nicht, was. Auf der einen Seite finde ich sie echt cool, hier dieses Flache wieder und dann hier so breit auseinandergehend. Aber, ja, irgendwie cool, aber irgendwie auch komisch. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht ganz genau, aber guckt euch das an hier oben. Klitzeklein. Ach, ich bin süß. Kommen wir zur Base. Achso, die Bowl. Vor allem die, die immer so rumgemeckert haben an der normalen Octopus. Also ich finde, Glas ist eine gute Wandstärke. Ja? Also hier dürfte eigentlich nichts passieren, wenn man sie nicht gerade in der Gegend rumschmeißt, Leute. Ja? Also für alle, die da schon mal Panik hatten, dass das Glas dünn ist oder so, ist es nicht. Ja? Normale Wandstärke, wie so ein Glas halt sein sollte. Ich kann es auch mal so in die Kamera halten. Kai, zeig mal, sieht man die Dicke des Glases? Sekunde, Fokus da, hi. Gute Morgen. Gute Morgen. Also ihr seht, ist ausreichend. Ja? Also bitte nicht in der Gegend rumwerfen. Dann kommen wir zu dem geilsten Stück meiner Meinung nach, zu dieser winzig kleinen, süßen, schnuckeligen Base. Ja? Ultra nice einfach. Was mit den Muffen hier ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, sie sind geklebt, weil ich kriege sie nicht los. Deswegen. Oder gepresst, ich weiß es auch nicht. Gehe ich davon aus, dass die auf jeden Fall fest sind, dass sie nicht abnehmbar sind. Hier in der Mitte habt ihr, wie bei der Octopus übrig, kein Gewinde. Ja, ihr steckt quasi gleich die Rauchsäule mit dem Gewinde hier rein und schraubt sie mit dem Tauchrohr fest. Ist aus hier, Octopus-Logo. Ja, das ist die Base. Dann kommen wir zur Mini-Rauchsäule. Die ist echt süß. Das geht so. Zack, fort ist sie. Ja, 18/8 Schliff. Hier ist das Gewinde dran. Auch, ich bin mir nicht sicher, ich brauche mal ein Nicken vom Kai, ist so ähnlich wie die normale Octopus-Rauchsäule, ne? Von der Form her, ich hatte es nicht mehr so ganz im Kopf, auf jeden Fall so ähnlich wie die normale Octopus-Rauchsäule, nur in klitzeklein. Ich stecke mir das schon mal hier rein, so. Dann Tauchrohr, so mit nach der Base das größte Teil eigentlich, ebenfalls mit Gewinden an beiden Seiten und einem Diffusor. Hier sind auch keine Metallspäne oder sonst irgendwas mehr drin. Also sehr gut entgratet auf jeden Fall. Und hier machen wir auch wieder den Test, ob es an beiden Seiten passt. Passt. Ich finde es gut, wenn das so ist. Da müsst ihr euch lange rumsuchen. Dann die einfach hier rein. Zack. Und dann ist auch die Rauchsäule fest. Klar. So, dann Polyamidkugel hier rein. Einen Anschluss drauf. Es sind natürlich 2 Polyamidkugeln dabei. Genauso wie 2 Anschlüsse dabei sind. Hier tun wir jetzt keine Kugel rein, weil wir rauchen ja gleich damit. Gewinde laufen auch richtig flüssig. Und dann sind natürlich hier 2 Schliffadapter für den Schlauch dabei. Kommt dann hier rein. So. Oh, das ging nice. Quasi so eine halbe Umdrehung. Drauf.
halbe Umdrehung und das Ding ist fest. Dann der Teller, auch wieder mit Schliff. Das ist der typische Octopus-Teller, nur in etwas kleiner. Octopus-Logo drauf. Die Dichtung dabei? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, okay. Wir glauben nicht. Einfach hier drauf, die Anschlüsse dabei. Und so sieht das ganze Ding dann aus. Echt schick und klein. Und so im Gesamtbild finde ich den Bowl wieder richtig nice. Muss ich sagen. Egal, wir gehen zum Rauchen und dann erzählen wir euch den restlichen Stoff. Ich hätte wenigstens nochmal süß gucken können. Das war die Detailaufnahme. Immer noch selbe Pose von Jay, immer noch am Ziehen. Ihr habt alles gesehen. Und jetzt seht ihr sie nochmal im Ganzen hier stehen, ja. Steht wirklich, wie du sagst, so im Kompletten mit der Bowl eigentlich schon süß da. Ne? Muss man definitiv mal sagen. Ja. Das Einzige, was mich optisch ein wenig stört, ist aber wieder Geschmackssache, Leute. Reine Geschmackssache. Ja, also ich finde die Anschlüsse zu groß. Ja, Wuchtig. Die sind zu wuchtig. Die sind länger als die Base breit ist. Ne? Das ist schon komisch. Also ich finde die zu wuchtig für die kleine Base. Hätte man vielleicht statt 18,8er auf 14,4er nehmen können. Ein bisschen kleiner. Aber das ist ja Geschmackssache. Ne? Ja, reines Befinden jedermann selbst. Ja. Das hier finde ich wiederum sehr geil an der Bauern, dass hier nochmal so ein Mini-Bubble ist. Das gefällt mir optisch gut. Also nur hier oben, das hätte mir nicht so gut gefallen. Geschmackssache, Leute. Ja? Ihr habt gesehen, Zusammenbau und so, lief alles einigermaßen fluffig. Das Einzige, was wir hatten, war in der Base unten drin, der erste Gewindegang quasi, der war ein bisschen schärfer. Der war ein bisschen scharfkantig. Wir haben jetzt mal vermutet, dass das Werkzeug vielleicht ein bisschen stumpf war oder so, keine Ahnung. Genau, aber das wird dann, glaube ich, auch eine Ausnahme. Man konnte sich auch nicht dran schneiden. Nein. Es war auch nicht komplett, nur an einer klitzekleinen Stelle. War es ein bisschen scharfkantig, sonst aber gar nicht. Ich zähle jetzt einfach alle Kritikpunkte auf, die uns aufgefallen sind. Sind nicht viele. Das ist das hier. Ja, ihr merkt, also die verhaken sich schnell, ihr müsst echt aufpassen. Richtig. Also die sind nicht mit Wucht reingemacht, ja. Also so geht es dann einigermaßen, aber sobald ihr so ein bisschen fester macht, habt ihr ein Problem. Das wurde mir aber auch schon gesagt, und zwar hat mir auch die Große schon vorgestellt, da wurde mir geschrieben, hier Jungs, wo ich dann gesagt habe, die steht jetzt bei uns, ja, die sollen wir jetzt auch mal vorführen, wurde mir gesagt, ja, das Problem, was einige bei der Großen hatte, ist, dass die hier sich gerne mal halt verkanten, ja. Nicht so cool, also der Benjamin, ein Arbeitskollege von mir, schöne Grüße nochmal an dich. Der hat sich hier letztes für mich als allererstes getestet, weil ich, wie gesagt, momentan so ein bisschen im Tradi-Style bin. Ich hatte so gerade keine Lust auf Edelstahlpfeife. Er hat sie getestet und hat den versucht loszumachen. Da musste ich dann mit dem Deckel quasi, also mit einer kompletten Flasche, gegenhauen, damit sich hier mal was löst. Ne? Also das nicht so geil. Ist mir ein bisschen Vorsicht zu genießen auf jeden Fall. Definitiv. Nichtsdestotrotz find ich geil im Lieferumfang, dass direkt zwei Anschlüsse dabei sind. Finde ich immer nice, wenn die gleiche Anzahl an Schlauch-Schliff-Anschlüssen da sind, wie auch Schlauchanschlüsse da sind. Genau. Das definitiv. Was auch immer das jetzt für ein Deutsch war. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Ja? Wir haben zwei Anschlüsse und es sind auch zwei für einen Schlauch da. Richtig. Das finde ich immer sehr, sehr nice, da kann man auch direkt mit zwei Leuten rauchen, wenn man das möchte. Genau. Ich würde sagen, ich komme direkt mal zum Rauchverhalten. Rauchverhalten finde ich eigentlich ganz angenehm. Es ist ein bisschen schwerer als die meisten oder 95% der anderen Pfeifen auf dem Markt. Ja? Das bewegt sich dann so in diesen 5%, die dann für die Edelstahlpfeifen ein bisschen schwergängiger sind, aber trotzdem angenehm. Also ich finde es jetzt nicht irgendwie zu leicht. Oder zu schwer. Es ist wirklich voll. Nein, man okay. muss halt ein bisschen arbeiten, aber man merkt auch, weil das Wasser, also bis hier müsst ihr das Wasser auf jeden Fall machen, damit der Diffuserwasser ist. Wir haben es ein bisschen hier, ja, genau. Bis hier müsst ihr das Wasser auf jeden Fall machen, damit der Diffuser im Wasser ist. Und wir haben es ein bisschen drüber.
Ja, ganz minimal. Und dann seht ihr, wenn ich dran ziehe. Da bewegt sich schon ein bisschen was. Genau, hier spritzt auch ein bisschen Wasser bis hier oben. Hier oben ist, ist der Hals sehr, sehr schmal, ja, so dass das Wasser nicht hier hochschießt in die Schlauchanschlüsse rein. Finde ich gut, aber ja, sieht halt ein bisschen komisch aus, wenn hier oben Wasser rumtänzelt. Ne? Ich habe ihn jetzt schon zwei, drei Mal gesehen, gerade nicht. Ist aber auf jeden Fall so eine Sache, wo ich mir denke, Fakt ist, ihr zieht bei dem Wasserstand kein Wasser in den Schlauch. Also ich kann jetzt mal richtig... Ja, ihr seht jetzt hier oben tänzeln jetzt, aber es geht nichts in den Schlauch rein. Dann hättet ihr gehört, dann wäre jetzt kluck, kluck, kluck passiert, passiert aber nicht. Wasser geht bis hier oben, dann ist es zu eng, ja, Wasser hat ja auch einen eigenen Festkörper und dann tänzelt das Wasser hier. Aber wenn ihr nicht zieht wie so ein Ochse, dann dürfte da eigentlich auch nichts passieren. Wie so ein Berserker. Richtig. Nein, passiert nichts. Was sagen wir denn da, was hat das denn preislich hier so an? Ja, und zwar preislich liegt die Pfeife bei, muss ich gerade googeln wieder. Hab ich dir nicht eben gesagt, da müssen wir gerade noch googeln, als ich in der Küche Ich hab gedacht, du hättest das gegoogelt. Nee, ich hab Kopf gebaut. Ja, dann google mal. Wir rauchen heute mal in einem etwas anderen Setup. Er liebt dieses Setup im Moment und zwar in dem VR-Made Onyx Kopf. Haben wir, glaube ich, auch schon mal ein Kopfbauvideo zu. Ja, irgendwann. Irgendwann mal gepostet. Mit dem Fireflower oben drauf. Und 3 Tom Kokocha C26 Kohlen. Ja, und jetzt solltest du langsam mal hier zum Preis kommen. Ja, nice. Also, wen es interessiert, momentan, wenn das Video online kommt, ist bei Shishani diese Pfeife im Angebot. Und zwar für 99 Euro. Normalpreis bei Shishani ist 117 Euro. Yes. Ja, aber auch die 117 Euro finde ich vollkommen okay für diese Pfeife, ja. Die ist echt gut verarbeitet, ihr habt wirklich kaum Macken, also was jetzt kaum, eigentlich gar keine Macke dran. Ich habe in der Bowl auch nichts gefunden, ja. Keine Blazing, kein gar nichts. Ihr habt unten noch die Noppen drunter, damit ihr sich schön auch auf dem Glas hier stellen könnt oder so, damit da nichts passiert. Du hast ja auch, ich habe ein bisschen Schiss, so mal ein bisschen auf den Tisch gehauen, wo ich mir dachte, mach nicht, aber er hat gemacht. Ist also nichts passiert, ja, also wie gesagt, ich habe das nur gemacht, weil ja oft die Beschwerden kam, dass die Bowl kaputt gegangen ist. Was aber oft daran lag, ich sag's einfach mal, der Karton von der normalen Octopus war halt an einer Seite offen, damit man die Bowl sieht. Ja. Viele Online-Shops haben die dann einfach nur so weggeschickt, also zack, noch einen Karton drum gepackt und dann so weggeschickt. Ja, und wenn die sich dann da drin bewegt und irgendwo gegenstößt, geht die natürlich kaputt, ja. Also man hätte sie dann extra einpacken müssen, war vielleicht auch ein bisschen blöd gedacht von vornherein, ja. Aber wenn ihr sie im Shop geholt habt, konntet ihr sehen, ah, so sieht die Bowl aus, nehme ich mit und dann passiert eigentlich auch nichts, ja. Richtig. Also der neue Karton, gerade hier von der Nemo, ist natürlich schon mega geil. Also ihr habt oben so einen Tragegriff, den müsst ihr dann aufklappen und dann kommt ihr da an die ganzen Teile dran. Ist sehr, sehr geil verpackt, muss ich definitiv sagen. Und er ist auch nicht offen. Und er ist auch nicht offen. Nein, er ist rundum schön verpackt geschlossen. Ist geschlossen, ja, sodass da nichts an das Glas drankommen kann. Also auch da sollte jetzt mittlerweile gewährleistet sein, dass auch das ganz bleibt. Was machst du denn hier? Was will ich denn hier? Du bleib mal schön oben drauf. Hitze. Das sollte auf jeden Fall gegeben sein, dass da nichts kaputt geht. Wie gesagt, dieser Zettel hier ist nur dieses Zertifikat, dass es wirklich made in Germany ist. Ja, viele hassen dieses Ding, ja, sollte man auch abmachen. Es ist halt nur dabei, deswegen haben wir es einfach mal hier dran gelassen. Ja, man kann es auch dran lassen, aber ich persönlich finde es jetzt nicht so schön. Ne? Also, wenn ich jetzt wegfliegen würde, voll geil, aber tut es nicht, weil es ist ja rum. Ja, also, gibt eigentlich so nichts zu meckern. Ich finde für den Preis, gerade jetzt, wo es im Angebot ist für 99 Euro, kann man da schon beherzt zugreifen. Habt ihr eine schöne V2 Edelstahlpfeife, made in Germany. Definitely. Die auch optisch was hermacht. Bis auf die Schlauchanschlüsse, die fallen mir echt nicht. Ja, aber ich finde, sie steht ganz gut hier auf dem Tisch da. Und ja, preislich passe ich mich da natürlich beim Jay vollkommen an. Meinungstechnisch natürlich, weil ich mache den Preis nicht. Geht natürlich fix. Ja. Für 99 Euro kann man da nicht großartig was falsch machen. Oder auch für 117 Euro finde ich den Preis auch noch ganz okay.
Definitiv. Definitiv. Kann man beherzt zugreifen, wem es optisch gefällt. Nur hier, Dave, ich weiß, du siehst das Video. Ne? Vielleicht ein bisschen nacharbeiten. Ne? Vielleicht nicht 18,8 auf 18,8, sondern 18,8 auf 18,7,99999 oder so. Keine Ahnung, was man da machen kann, aber die wirklich nur reinfallen lassen und dann ratzfatz verhaken die sich. Also das ist ein kleiner Kritikpunkt. Safe. Aber wen das nicht stört, kann hier beherzt zugreifen. Ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein und uns bleibt nichts weiter zu sagen, wie es nach jedem Review ein locker flockiges bleibt geschmeidig.